Hallo miteinander und willkommen zurück zu Expeditions Rome mit Torin Gent. Es geht weiter. Ganz grandios, nämlich indem wir unsere Sachen auftischen. Die ganzen Pieler, die wir verballert haben. Ich denke, die Mitglieder lassen wir erstmal bleiben. So, und nicht nur eine Gratis-Auffrischung. Also auf jeden Fall hier normal auffrischen. Zum Glück ist das bei den Pieler so günstig hier, ne? Hier, das würde ich mal tatsächlich frei machen in dem Fall. Und die zwei, die lassen wir hier auf diesem etwas niedrigeren Niveau. Das wird schon passen. Gut, und dann denke ich, besuchen wir mal direkt. Ja, wir können mal dich kurz fragen. Ja, sieht alles gut aus. Ja, wir haben schon wieder keine Dinari mehr, ne? Ich werde mal wieder ein bisschen was tauschen. Der Witz ist, wir hätten sie ja umhauen können. Dann hätten wir, glaube ich, das Ganze umgehen können. Das haben wir halt ein bisschen gutes Geld rausgeschmissen, aber so, gib mir deine letzten Denari, die du noch hast. Tu mal Sklaven gegen Rationen tauschen. 1 zu 10. 1220. So. Nur knapp 200, das sollte eigentlich reichen. Genau, da ist sie ja auch schon. Wir müssen ja auch mal gleich diese ganzen komischen Klamotten wieder ausziehen. Oh Gott. Es wäre echt nett, wenn sie das einem wieder equippen würden, weil wir müssen jetzt erstmal wieder zusammensuchen, wer was überhaupt getragen hat. Mein Gott. Also das ist echt ein bisschen blöd gelöst. Von euch Römer. Ihr redet pausenlos von Tugend. Aber es ist nicht unter eurer Würde, eine schwangere Frau aus ihrem Haus zu entführen. Aber ich schätze, die Frauen unseres Landes müssen anders sein als die des euren. Ich würde eher sterben, als euch das Versteck meines Mannes zu verraten. Ich habe nicht die Absicht, euch zu töten, Sakura. Und ich brauche auch nichts von euch. Wenn die Männer des Landes nicht vollkommen anders sind als die aus meinem, wird euer Anwesenheit allein reichen, um Udat aus seinem Versteck zu locken. Dann werde ich mir selbst das Leben nehmen. Das werdet ihr nicht. Nicht, solange ihr schwanger seid. Also lasst den Mist. Oh, das sah aus wie ein Level-Up. Am selben Abend noch. Hier bin ich, Römer, wie ihr wünschtet. Das ist eine Sache zwischen euch und mir. Lasst meine Frau gehen. Tötet mich an ihrer Statt, wenn ihr müsst. Ihr beide seid euch so ähnlich. Ich wünsche nicht, euch zu töten, Udat. Genau wie eure Frau habt ihr für mich Tod wenig Nutzen. Was wollt ihr dann also? Ich will, dass ihr auf der Gewinnerseite dieses Krieges steht. Das tue ich bereits. Offensichtlich nicht. Aber jetzt seid ihr es. Ja, erzählt mir von Isils Verteidigungsmaßnahmen. Helft mir, ihn zu besiegen und ich werde die Beute mit euch teilen. Nun gut. Dann habe ich wohl keine andere Wahl. Ich nehme euer Angebot an. Und was Izil angeht... Er hat nicht genug Krieger, um Avjila in jede Richtung zu verteidigen. Liebster. Nein, so und nicht anders. Oder fortfahren lassen. Mein Stamm wird sich sofort aus Avjila zurückziehen. Doch Izil hat immer noch viele Verbündete und er hat sie bereits zu Hilfe gerufen. Wenn sie kommen, werden sie die Schlucht überqueren müssen. Ich kann euch eine Passage zeigen, die leicht von einer kleinen Streitkraft durchquert werden kann. Sie führt zur Brücke über die Schlucht. Wenn ihr diese Brücke zerstört, kann Avjila ohne unnötiges Blutvergießen eingenommen werden. Mit eurer Erlaubnis, Legate, werde ich die Vorbereitung sofort einleiten. Sobald ihr bereit seid, lasst uns den Primus Pilus vor den Mauern Avjilas treffen. Wir müssen schnell und unerwartet zuschlagen, um unnötige Verluste zu vermeiden. Sobald das alles hinter uns liegt, brauchen wir diese Leute auf unserer Seite. Warum sollten wir an der Seite jener kämpfen, die wir selbst in der Schlacht besiegt haben? Wenn wir sie besiegen können, können das unsere Feinde doch auch. Ja, dann können sie erst die Leute besiegen, ja. Und danach erst die wertvollen Römer, ne? Das bedenkt der gute Bestia wohl nicht. Also gut. Tja, was hatten wir an? Den hier? Und das Kettenträger des ägyptischen Lanzenträgers? Ich schätze schon.
Also du hattest das hier eventuell und das hier. Du hattest, glaube ich, diesen korinthischen Helm, wenn ich mich nicht ganz irre. Und was für eine Rüstung, das ist eine sehr gute Frage. Das ist die normale Panopla? Ich schätze, vielleicht. Okay, das ist deine Sahe gewesen, die hattest du an und diesen lustigen Helm, das weiß ich noch, das habe ich mir gemerkt. Basisschaden Maximum, Stand gegen Wuchtschaden. Mach mal. Schaden Rüstungsmaximum. Zieh das mal an. Berber Stirnband. So. Und die Klamotte war ja auch dein Ding hier. So, Dedera war dann, schätze ich, das Teil. Bewegung, Hiebschaden, Widerstand. Mal das hier. Und das Mars. Und auf dem Kopf hattest du dann vermutlich das hier. Bring mal dann noch das Ding hier an. Gleich sie sogar. Auf jeden Fall haben wir alle ein Level-Up erhalten. Okay. Also wir sind ja ein Astraner Zerstörer. Beende. Zum Topf fest, die euch lang ist. Stellt. Ja, komm. Nimm das mit. Du weißt, wir könnten bei ihnen dann jetzt auch nochmal ein bisschen auf Heal gehen, damit wir mehr Heilfähigkeiten haben. Ein bisschen und dann unter Umständen. Jetzt hat das Blöde, ne? Wir können halt nur bis zu einem gewissen Grad das hier machen. Okay, weil wir, ne, wir können halt nicht mehr Sachen ausrüsten. Und erschöpft hinzu und dann wird auf den vollen Wert zurückgesetzt. Schildwahl. Ja. Das ist auch gut. Deswegen haben wir es genommen. Okay. Bei dir könnten wir durchaus noch was mitnehmen. Todesstoß. Und zwar jetzt ein Schaden gegen ein Ziel, das betäubt, verknüppelt, festgehalten, gestaunt oder zerrüttet ist. Mehr Crit. Die ermutigende Präsenz. Nimm mal das. Hier bei Bestia. Was könnte man denn hier noch mitnehmen? Irgendwelche guten Passives? Keine Gelegenheitsangriffe. Das ist schon gar nicht so schlecht unter Umständen. Gegen feindliche Anführer. Ja, vielleicht. Du hast die Schaden in euren zwei ersten Runden. Mehr Schaden pro Schlag. Nimm mal das gegen die feindlichen Anführer. Das hört sich nicht schlecht an. So, bei dir haben wir das alles. Contentlist aus. Nee, das braucht man nicht. Mehr Zielgenauigkeit. Und die Neda. Ja, sie hat ja von allem etwas, wa? Zwingen Gegner den verspotteten Charakter zu Beginn eines Zugs anzugreifen. Das haben wir bei dir nicht, ne? Nee. Ja, nehmen wir verspotten mit. Müssen dann eh gucken, was wir hiervon dann eventuell noch raushauen. Oh Gott, ihr habt... Ah, wir haben alle Level-Ups. Ah ja, okay. Dieser Signifier hier. Ich denke, wir verpassen ihm jetzt trotzdem noch die Heilungsfähigkeiten hier. So. Das ist unser Attentäter. So. Der Schnitter. Du hast das hier, du hast das hier. Ja, erhöhe die Dauer des Status-Effekts mit dem Schaden. Das ist schon ganz gut. Sagittarius. Verbessert das Unterbrechen. Marcus Petronius. Bereit machen.
verbessern. Bei dir, das hier haben wir, das hier haben wir. Verbessern wir deine Zielgenauigkeit. Der nächste Schütze. Die Wachsamkeit. Und den Scharfschützen. Und du hast auch nochmal einen. So, wir haben Niederschlagen, wir haben das. Was wir bei dir nicht haben, ist irgendwas Defensives. Bereit machen. Machen wir erstmal das hier, den Passive. Okay. Na, großartig. Irgendwann demnächst. Wahrscheinlich zwischen den Folgen werde ich dann natürlich auch mal wieder aufräumen müssen. Also gut, wahrscheinlich die Belagerung von Avicina an eurem Zelt im Lager der Legivistrix. Ja. Das dürfte ja wieder äußerst interessant werden. Ave Legate. Königin Kleopatra ist bereits angekommen. Ihr Kontingent wartet bei der Belagerung auf uns. Wir müssen aber erstmal diesen Teppich holen eigentlich. Wie sieht das aus? Aquilinus und Naso haben den Bau unserer Verteidigungsanlagen überwacht. Die Königin möchte persönlich an der Schlacht teilnehmen. Sie will dort nur gesehen werden, denke ich. Damit sie Anteil am Ruhm und am Sieg hat. Es ist auch nichts anderes, als wenn ein römischer Senator seinen Sohn zu einem Militärtribunus macht, wenn ich das so sagen darf. Ja. Kleopatra wird sich noch ein wenig gedulden müssen. Das wird sie sicher begeistern, Legate. Gibt es sonst noch etwas, das ihr besprechen wollt? Nein, wir müssen nach Memphis diesen verdammten Teppich holen. Außer die Quest ist jetzt natürlich schon... Nee. Das machen wir jetzt noch kurz. Das ist mir dann die Sache dann schon noch wert, ja? Lass mich hier nicht lumpen wegen dem Teppich. Und wir müssen ja nur ein bisschen hinlaufen. So. Also das muss ja wie gesagt irgendwo hier unten sein. So weit kann doch diese Karte hier nicht mehr sein. Ah, ja, tu mal die Geschwindigkeit erhöhen, sonst warten wir eine Weile hier. Die Illusionskrieger. Die Hitze der Sonne wird zuweilen unerträglich. Sie lässt nicht nur jeder Praetorianer mehr Wasser trinken. Sie spielt euren Augen zuweilen Streiche. Ach, das ist wieder das Fata Morgana-Event. Oh, lasst die Hölle zurück und lauft. Wir dürfen keine Risiko eingehen. Ja, Milizsimulation von. Das ist schon okay. Wenn man bedenkt. Gepeitschte Hochebene. So. Wo ist dieser verdammte Nil? Okay. Also es müsste ja... also keine Festung ist um diesen sein, sondern... Das ist das verbotene Tal. Was wir nicht gekämpft haben, ist natürlich für... Kettenrüstung für... Lugarus dem Zweiten. Schwer normal. Des ägyptischen Infanteristen. Was ist das denn hier? Oh nein. Naja, komm. Schauen wir uns hier oben, wieso auch nicht. Das gehört hier alles dazu. Wir haben noch genug. Ach, das ist eine normale Eisenmine. Okay. Das ist tatsächlich besser als unser Helm hier. Aber ganz ehrlich, das ist viel zu gut, als dass man es... So, das ist der Helm, das ist die Rüstung. 3. Was mit denen? Ne, die hat nur 2. Okay. Und hier könnten wir das definitiv geben hier. Sieht jetzt sehr ägyptisch aus. Okay, dann reichen wir wie immer die Sachen hier runter. Der scheint etwas besser zu sein, auch wenn der natürlich äußerst hübsch ist mit seinen... seitigen ausufernden Punktbüschel. Hier bei dir. Könnte dir eigentlich dieses Ding geben, wa? Ich muss nur kurz noch ein bisschen durchschauen. Alle Widerstände. Ja, mehr Bewegung für dich. Noch, also noch mehr Bewegung. Ist ja nicht schlecht. Dann haben wir hier. Jetzt mal eher auf jemanden nehmen, der.
So, und das erhöht den Basisschaden. Das können wir mal auf dem Schützen machen. Okay. So, eine kurze Ablenkung. Und jetzt gehen wir hier weiter auf die Suche nach Memphis. Es muss hier irgendwo sein. Ja. Okay, das Feld der Toten, ne? Geier kreisen über uns. Einige unter den Praetorianern nennen es ein böses Omen. Nur die Toten ziehen diese Vögel an. Aber die Töten, nein, die Toten können euch nichts tun, oder? Die Stimme eines Kindes reißt euch aus euren Gedanken. Die Stimme scheint aus der gleichen Richtung zu kommen und sie klingt, als würde das Kind weinen. Nehmt euch in Acht vor den Gespenstern der Wüste, Legate. Sie locken arglose Reisende in ihr Verderben. Und trinken dann ihr Blut. Unfug, dieses Kind braucht offensichtlich Hilfe. Als ihr euch nähert, seht ihr das weinende Kind. Es sitzt inmitten mehrerer Leichen. Offenbar gab es hier vor kurzem eine Schlacht und nur dieser Junge hat sie wie durch ein Wunder überlebt. Er scheint etwas Glänzendes in seiner Hand zu halten. Die andere Hand streckt er euch entgegen. Die Leichen untersuchen. Ihr nähert euch vorsichtig den Leichen, um herauszufinden, wodurch sie ums Leben kamen. Zu eurer Verwunderung ist eine der Leichen noch am Leben. Ihr habt kaum Zeit zu reagieren, als ihr Arm nach vorne schnellt und mit ihm glitzernder Stahl. Wow. Verliert einen Schlag gegen euren Hals, der euer Ende hätte sein können. Euer Arm wird heftig getroffen. Ihr stolpert zurück und zieht eure Waffe. Das war eine kluge Täuschung. Eure Praetorianergarde zieht einen Kreis um euch und ihr bemerkt, dass das Kind bereits verschwunden ist. Das ist unglaublich, ey. Ey, ständig, wenn man hier angegriffen war. Da ist Mr. Seneros noch so. Sie schauen, ob wir mit dem Ding hier... Nein, nee, komm, das passt schon. Wir werden selbst kämpfen. Genau so, hä? Huh? Was war es für wieder einen Hinterhalt? Das ist ja. Also äußerst häufig hier, meine Güte. Ägyptische Banditen sind das hier. Bogenschütze. Helfer. Ach, der Banditen erledigen. Die haben wohl auf definitiv Speere hier oben. Das sind Balltasten. Die sind völlig umzingelt. Hm. Wahrscheinlich kommt die jetzt auch gleich zuerst hier, wa? Hm. Ja, okay. Eigentlich wollten wir die taktischen Gegenstände ja sparen, aber... Überschreitet diese Grenze und ich schicke euch in die Unterwelt! Jetzt echt mitten im Wurfspeer-Dinger hier. Wie heißt's? Ich decke diesen Bereich. Ja, ab. Ne? Ja, tatsächlich. Overwatch. Wow, der kommt echt noch ran. Krass. Das hätte ich nicht erwartet. Okay. Ich werde schießen, sobald ich den Feind sehe. Meine Güte, es ist ja wohl echt ein Witz, ey. Ist das eine Rauchgranate gewesen? Wir müssen nur 8 töten, aber trotzdem, es sind so viele. Beim Kassieren wir jetzt auch noch gleich hier massive Mengen an. Es ist echt übertrieben, wie viele das sind. Okay. Also zunächst mal müssen wir draufgängerisch auf selbst. So. Dann rempeln wir den jetzt zweimal hier. Ist zu gefährlich, dass wir den nicht töten beim Wir brauchen nämlich den Punkt. Warte.
Gib du mal erstmal so einen kleinen Schlag hier, so. Dann töten wir ihn damit auf jeden Fall. Gut. Das ist schon mal einer. So, wir kassieren gleich einen Wurf. Drei Stück. Ja, das ist hervorragend. Gut. So, der hat ja sein lustiges Schild. Ich hab kein... Ah ja, hey. Irgendwie müssen wir uns heilen hier, wa? Und stirbt unser Hauptcharakter. Ich war, ey. Ja, sein Schild ist zumindest schon mal weg. Könnte im schnellen Vorstoß vielleicht sein Schild noch wegmachen. So, ja. So, jetzt hoffen wir, dass Bestia... Ich meine, er wird es halt nicht schaffen. Das ist das Blöde. Ausweichen, schonungslos. Diese Leute sind so schwach. Okay, also den könnten wir wahrscheinlich noch töten. Irgendwie. Ja, das wird. Normalerweise könnten wir den hier runterkicken, aber es ist halt, ne? Also, es geht halt nicht, ne? Runterkicken wäre zu gut. Aus, 15 bis 17 Hiebschaden. Verfehlt. Ja, danke für nichts. Eigentlich wollte ich ja... Müssen ihr helfen. Und ihn heilen irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich... Doch, ich krieg tatsächlich einen Gelegenheitsangriff da rein. Okay. Das Gute ist, dass wir dir halt mal zuschlagen, wenn wir da drauf gehen, aber das wären zwei Hexfelder hier. Ja, und die, wenn ich mich hier nicht dazustelle, werden die uns ja halt auch noch umkreisen. Das ist echt verheerend. Kater, ich kann jetzt nichts mit dir machen. Meine Güte. Mach es erstmal so. Ja. Mal den da mal weg. Jetzt gehst du hier hin und wirst den mal niederschlagen hier. Danke. Jetzt gehst du hier hoch. So, damit da keiner richtig vorbeilaufen kann. Was hat es abgelegt? Ach, die haben sie ja noch entwaffnet. Na super. Wird ja immer besser. Ja, kick den mal weg hier. So. Kann man jemanden einen Rest geben? Ja, ihm hier. Ein bisschen. Ach nee, der ist ja noch gar nicht. Der ist ja noch gar nicht tot. Stimmt ja. Ja, hoffen wir, dass du das überlebst hier, wa? Wir gehen wieder hier hin. Kann nur vor zwei Seiten angegriffen werden. Wir sind noch geschützter vor dem ganzen Schussgedöns, offensichtlich. Ja. Geh mal dahin. Sie muss ihn hier tanken, quasi. Das ist jetzt der Plan. Ich gehe dahin, so. Und halte die Typen hier zumindest auf. Jetzt auch hier hinschmeißen können, aber kriegen hier auf jeden Fall alle einmal mit, wenn sie hier zu ihm hinlaufen wollen. Hm.
Ach Mist, ich hätte da... Ah, gleich noch Speedrun hier drüber schmeißen können, wa? Jetzt ist es außer Reichweite. Beziehungsweise, ich kann das Ziel nicht sehen aus... aus Gründen. Na gut. Wird das trotzdem da mal rüber? Okay, mal schauen mal, ob wir das überleben irgendwie. Wollt ihr mir den ganzen Tag im Weg herumstehen? Wow. Yes, es fühlt sich so unglaublich eigenartig an, dass dieser Kampf hier auf einmal so super schwer ist, wenn alle anderen die ganze Zeit total leicht waren. Ich muss so echt, was ist hier aber mit dem Spielgeist gerade los, ne? So ernsthaft, ne? Vor allem bei so einem normalen Zwischenevent. Fünf Feinde, ja. So, ist der schon mal erledigt. Ja, diese Typen hier, die stehen jetzt natürlich leider in dem hässlichen Zeug hier, deswegen kriegen wir die nicht gescheit dran. Die haben auch voll viele von denen, haben auch Schilde. Was es auch nicht einfacher macht. Sinus kommt da nicht raus, um ihm zu helfen. Mit dir hier hin. So, dann. Ich könnte meinen eigenen mal den Rest geben, natürlich. Ja, das ist so viel, können wir gar nicht machen, wa? Kriegen trotzdem den Schlag ab, auch wenn hier eigentlich Rauch ist. Der Rauch macht wahrscheinlich geborgen. Rauch umhüllt und kann weder das Ziel von Fernkampfattacken werden, noch diese selbst ausführen. Ja, und 50% Chance zu verfehlen. Deswegen haben wir hier vorne ja das Problem gehabt. Ja, natürlich den, wo es drauf ankommt, haben wir natürlich verfehlt. Super. Das ist ganz hervorragend. Den hier auf dem Boden. Nee. Kommt man niemanden hin, so richtig. Dem könnte man gleich mal was mitgeben hier nochmal. Sehen wir nicht hier, wir sind immer noch, deswegen können wir nicht werfen. Okay. Okay. Ich decke diesen Bereich ab. Ich überlebe mal noch eine Runde, mal gucken, aber Sinedos ist ja das Problem hier. Das ist halt der einzige, glaube ich, der ihn auch noch wecken kann. Bis es kein Blut mehr zu vergießen gibt. Das ist unser Hauptdamage-Dealer, mehr oder weniger, ist halt tot hier. Ich schicke euch in die Unterwelt. Zwei Schaden. Okay. Ja, Kaleda konnte bisher in dem Kampf überhaupt nichts machen. Das ist echt unfassbar, ey. Okay. Och, jetzt wieder... Ey, wie viel Pech kann man eigentlich schon wieder haben, ey? Das will ich doch beide nicht. So eine Scheiße. Streiftreffer.
Ein Schaden, hm? Ah, noch drei. Ach, die werfen kann ich jetzt hier draus leider auch nicht. Ja, Sinus kann sich ja selbst leider nicht heilen. Was in dem Fall nicht ganz so geil ist. Ach, ja, mein Fehler. Ich lege mich einfach hin. Ja, ja. Und meine Augen aus. Das ist schon okay. Und ihre Modal ist gebrochen. Wow. Ja, tut mir leid, wir müssen das neu machen. Das nützt nichts. Ja, was für ein... Ich finde das immer so furchtbar ungewöhnlich, wenn das ganze Spiel die ganze Zeit echt machbar ist und auf einmal hast du dann einen Kampf, der dann wieder so wie das hier, der dann so hart ist, dass gar nichts mehr geht. Hm. Ja, unsere Aufstellung ist halt auch, ne? Und der kann natürlich hier halt genauso hinlaufen, ne? Also jemand sollte hier stehen bleiben, damit die dann erst gar nicht hier hochkommen können. Und den Nera kommst dahin trotzdem. So. Es gibt halt keinen Ort, wo ich sie hinstellen kann, wo sie sicher ist, dass sie tatsächlich mal schießen kann, weil die ja trotzdem mit ihren Rauchgranaten hier rumballern werden. Weil wenn ich sie da einstelle, ist sie, denke ich, sicher. So. Außer der Typ läuft natürlich hier hin, aber da kriegt er zwei Schläge ab. Ist halt eher in der ersten Reihe. Machen wir es mal so rum, weil wenn ich hier stehe, ich glaube, die können hier gar nicht hoch, wenn ich da stehe. Ich meine, wenn sie kommen, dann... Vielleicht geht auch auf dieses Hex hier, das könnte auch passieren. Wir schauen mal. Klingt die Aufstellung schon mal ein bisschen besser. Ich werde schießen, sobald ich den Feind sehe. Lasst sie vor Angst erzittern! Ich habe mir, glaube ich, auch mal diesen Pelters die ganze Rüstung zerrissen schon, ne? Okay. Ich decke diesen Bereich ab. Der Witz ist, wir dürfen uns echt nicht bewegen, sonst kriegen wir wieder... Okay. Überschreitet diese Grenze und ich schicke euch in die Unterwelt. Kannst dir auch noch hin. Wow. Der läuft sogar... Unfassbar. Da laufen sie noch knallhart an uns vorbei. Hauptsache die Schützen kann nicht schießen, wa? Entwaffnet ist jetzt... Ich bin auch entwaffnet. Hä? Nee, warte. Das ist... Also ist die ernste Arm... Ach, ist der Basisschaden ist bei uns deswegen auch noch niedriger. Ja, also auf jeden Fall rücksichtslos, das anders geht's nicht. Ich müsste da hinten hinlaufen, um den zu machen. Das geht nicht, weil ich das Hexfeld rückwärts nicht machen kann. Das heißt, wir rempeln dich jetzt hier zweimal. So. Hier hin und dann zurück, wa? Todesstoß. 17 bis 20. So, jetzt den hier. Genau. Ja, jetzt... Wir können uns halt nicht bewegen, aber den...
erreiche ich von hier aus. So. Kannst du den wegknüppeln? So. Ja, die... Wie gesagt, die haben uns hier halt ein bisschen am Arsch, weil wir uns nicht bewegen können gerade. Ja, Schlag, Schild, Stoß. Immer noch auf den Beinen. Hau ihn mal weg hier, so. Ja, sie ist ja leider entwaffnet. Kann sich auch nicht bewegen. Ich meine, ich könnte sie benutzen, um die Angriffe auszulösen. Wir können auch definitiv hier irgendwie mal... Eigentlich auch wieder hier war, damit die nicht an uns rankommen von der Seite. So. Okay, Syneros. Sie kann sich hier auch nicht wirklich bewegen. Okay. Haben wir etwas, was wir aus der Nähe... Ja, kamen wir auch hier. Gut. Und da liegt er sehr gut. Ich würde sie mal abbrennen da hinten. Mal mit Pilums schmeißen lieber. So, und du machst hier vorne hinkauern. Er deckt deinen Rücken. So, jetzt kann, wie gesagt, Bestia theoretisch noch wegdickt. Hier würden wir nur einen abbekommen. Kommen aber an ihn eh nicht. Ja, wobei, wir könnten den töten. Wir sind das eins oder zwei? Das ist halt die Frage. Na, wir warten. So. Komm mal her, ne? Ja, kicken müssen wir jetzt, oder können wir jetzt erstmal auch keinen? Okay, so. Zeigt keine Gnade! Sie werden euch auch keine schenken! Gut. Nicht gut. Ich decke diesen Bereich ab. Okay. So, jetzt kommen die Rauchgranaten. Streiftreffer. So. Wir haben ja den Buff noch drauf auf uns. Ja. Bei ihm. Wieso kann ich eigentlich bei dir? Ach, das, ich darf nicht draufgehen sein bei dem Pilo. Ah, okay, okay. So, entblöß mal den Gegner hier, wa? So. Mal da nochmal an. Jetzt hat er 19. Jetzt hätten wir tatsächlich eine. Ich kann jetzt auch noch anschießen. Dann stirbt er auf jeden Fall. So. Die mir meine ich. Gut. Und den Typ niederschlagen. So, ist schon mal ein Schaden weniger hier. So, der Neda wird hier nicht rauslaufen, ne, weil hier das Zeug da aufsteht. Das scheint sie ja genauso davon abzuhalten, hier was gegen uns zu unternehmen. Also, ja, ist doch eigentlich... So. Ja, und wenn ich mich jetzt... Also, da liegt ja immer noch einer. Den ich jetzt mal verfehlt habe. Er sieht ja... Scheiße, hier das mit mehr dann... Ach, nee. Man sieht ja nicht mal, dass die da liegen. Aber gut. Wir bleiben mal hier stehen. Da sind wir zumindest halb. Warte mal. Hier.
So. Jetzt mal so, ja. Ausweichen auf selbst. Ja, und wie gesagt, wir bleiben hingekauert hier. Das passt schon. So, stark, abwehrend alles. Jetzt kommt der da hoch. Der Mann ist schon wieder kurz davor zu sterben. Okay. Ja, das ist so geil, dass er halt einfach alle Leute umhaut hier, ne? So, zumindest den einer mal erwischt. So, Bestia, das ist jetzt hier echt, fast fertig. Easy going, ne? Wir es hinter uns. So, sehr schön. Die Moral bricht. Zumindest bei einigen. Morgen sterben, für immer leben. Na also, hat er ihm gerade den Kopf abgeschlagen? Tja. Eine ernste Verletzung haben wir jetzt. Na, ist das nicht großartig? Was für ein Kampf, meine Güte. Also das erste Mal, das war ja echt übel. Aber dann wussten wir ungefähr, was auf uns zukommt. Und dann, ja. Das ist schwer 2. Maske für Logatos. Das klingt so, als wäre das irgendwie eine Questgeschichte, ne? Gut. Einmal das hier. Münzkiste. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich das hier Spiel hier so spiele, wirst du überlegen, dass die Expeditions WoW Vikings uns auch irgendwann mal angucken sollten, vielleicht. Ich weiß ja nicht, aber. Ein ziemlich weiträumiges Areal. Ich kann diese Schaufel mitnehmen? Dein Ernst, ne? Oh Gott. Oh mein, meine Güte, guck dir das an. Der schleppt sich hier richtig durch die Gegend. Junge, Junge. Schaufel. So, Triage. Hier, du. Direkt die Behandlung beginnen. Ich hatte es, wir sind hier ja eigentlich, ne? Einfach nur auf der Durchreise. Ja. Gut, verlassen wir das ganze Ding hier. Sind uns gleich wieder auf der Karte. Okay, also hoffen wir mal, dass diese Seil hier dann jetzt mit der Zeit auflöst. Oh, das sieht größer aus, wa? Das ist Memphis tatsächlich. Heilige Stadt Memphis erstreckt sich an der Seite des Nils. Hier im Flussdelta ist es feucht und fruchtbar. Die riesigen Tore des Tempels des Ptah ragen über den verschlungenen Straßen der Stadt auf. Betreten. Natürlich mit unserem halbtoten Mann hier. Und mit allen anderen auch. Halt. Ja. Gut, gut. Wow, jetzt haben wir so lange für die Kämpfe gebracht, dass wir schon wieder durch sind für heute mit der Folge. Ja, danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, ihr seht, es ist halt, ne? Offensichtlich sind wir nicht unschlagbar. Ja. Man muss sich nur einmal oder einmal leichtfertig sein. Eigentlich habe ich, glaube ich, 3 Fehler gemacht in dem ersten Versuch, ne? Ist man von diesen Paltasten-Dinger reinzurennen. Und dann gab es noch ein paar andere Fehler. Und dann ist es gar nicht mehr so einfach zu gewinnen. Aber gut. Schauen wir beim nächsten Mal, wie es weitergehen wird. Hier in Memphis, wo wir hoffentlich einen guten Teppich finden für uns, ne? Ciao, ciao, euer Turn.